Uns ist die Arbeit im Vineyard sehr wichtig. Tagelang sind wir dort draußen und pflegen die Pflänzchen. Dutzende Mal laufen wir an uns vorbei und arbeiten hin. Wir möchten, dass nur gesundes Traubengut bis in den Keller kommt. Beim Pressen von der Rotwein muss man ganz vorsichtig sein. Im alkoholischen Medium kann schnell passieren, dass Bitterstoffe von den Kernen reinkommen. Darum haben wir unsere Presse ganz intelligent eingerichtet, dass sie wirklich ganz vorsichtig die feinen Wein presst. Die Trauben tun wir ganz vorsichtig in den Tank transportieren. Und dort tut der Rotwein bei knapp 30 Grad vergären, sodass all die Geschmacks- und Farbstoffe der Haut in den Wein eintreten können. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Es ist immer wahnsinnig interessant, zuzuschauen, wenn jemand meine Weine trinkt, wie er reagiert. Ich selber sage immer, meine Weine sind authentisch und herzhaft wie ich. Ich bin gespannt, was ihr von meinen Weinen habt. Es war nicht nur mein Traum, Wein zu produzieren, es war auch mein Traum, Wein zu trinken, und zwar mit meinen Freunden. Ich lade alle herzlich dazu ein, kommen zu uns.